Ein herzliches Hallo von mir an euch und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich habe gerade tatsächlich im Ladescreen überlegt, ob ich vielleicht meine Begrüßung anpasse, aber andererseits seid ihr das ja jetzt so gewohnt, oder? Soll ich lieber sagen, hallo Leute oder ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich mit der Begrüßung zufrieden. Ich weiß aber immer nicht, ob das zu förmlich ist, das zu gestellt wirkt. Ich weiß es nicht. Und mich stört schon wieder dieses Rohr hier, dieser Mast. Der schränkt mich in meiner Sehfähigkeit ein. Wir sind mit Sarina unterwegs und ich habe mal... Oh, David, ich dachte, du bringst einen Killer mit. Toll, jetzt macht er meinen Gen weiter. Ich habe mal einen Perk eingesteckt, was ich sonst eigentlich nicht dabei habe. Nämlich ganz unten das lilane für das Volk. Muss übrigens immer noch... Oh, es ist eine Hack. Ich muss immer noch ein Totem finden. Ihr macht das mal kurz. Ich gehe mal kurz ein Totem suchen. Oh, nice. Aber auf dieser Map Totems finden, es ist ein Graus. Auf jeden Fall hatten wir ja aber keinen Ruin. Also das habe ich schon mal gesehen, als ich den Generator losgelassen habe. Ich mache mich halt nicht wirklich nützlich, ne? Wenn ich jetzt hier nur rumlaufe und ein Totem suche. Hier hinten ist manchmal... Ja, sehr gut. Und dann kann ich direkt hier an... Ach nee, wir müssen vielleicht retten gehen. Weil hier ist jemand am Gen, der geht schon mal nicht retten. Es wäre natürlich auch cool, wenn ich für das Volk diese Runde mal nutzen könnte. Ist aber gefährlich mit einer Hack... die fallen liegt. Weil für das Volk ist quasi so, ich... Oh, er kämpft gleich schon. Verdammt. Ich hoffe, er gibt nicht auf. Okay, ich gehe zurück. Für das Volk heißt, ich kann jemanden aus dem verletzten Status oder dem Todesstatus, also wenn er am Boden liegt, direkt um einen Gesundheitsstatus... um einen Gesundheitsstatus heilen. Bin dafür aber selber dann verletzt. Und zwar... so sehr, dass ich 90 Sekunden lang auch nicht geheilt werden kann. Und das ist dann problematisch, wenn ich jemanden heile, durch eine Falle renne und halt schon verletzt bin, dann liege ich halt direkt. Ja. Ja, aber mal sehen. Vielleicht kann ich es nutzen. Ich habe immer die Hoffnung... Oh, guckt mal, hier ist sogar so eine Halloween-Pflanze. So eine Slapulizid-Pflanze. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Die hat so einen ganz komischen Namen. Weiß nicht, eigentlich bin ich im Terrorradius. Aber ich sehe zumindest, wo sie malt. Das ist sehr gut. Ich muss einfach rausschleichen. Sie lässt sich auf jeden Fall sehr viel Zeit. Beim Malen. Ich hoffe, Adam geht direkt in die Hocke. Natürlich nicht, du Vogel! Ah, selbst schuld. Oh, der ist an. Ich weiß jetzt nicht, wo schon Gens angemacht wurden. Der in der Mitte? Der ist noch nicht gemacht. Ja, Adam, du bist halt echt ein bisschen selber schuld. Also. Du hast auch gesehen, dass sie gemalt hat. Ich weiß nicht, ob sie jetzt vielleicht hierher kommt. Wie das mit Nöd aussieht.
Oh, ich habe sie zu spät gesehen. Die ist schon echt nah jetzt. Und sie schlägt um die Ecke. Ist natürlich auch logisch. Ich glaube, sie hat sich zurückgeportet. Zum Haken. Die hat sie nicht. Mensch, hast du... Hat die Nurses Calling? Oh, ich glaube, Nöte ist nicht unser größtes Problem. Ich habe gerade noch gesagt, hier Totems finden ist eine Qual. Es könnte hier über diesem runden Raum oben könnte noch ein Totem sein. Ich weiß nicht, ob ich es dahin schaffe. Ah, da hat jemand reingehupst am Generator. Yep, da ist das Totem. Mist, die weiß halt jetzt, dass ich hier oben bin. Ich muss es versuchen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt auch schon tot ist. Aber sonst sind wir alle die ganze Zeit One-Hit. Ja, sie hat auch gemalt hier. Ach, warum gehen die denn immer nicht in die Hocke? Manu. Ich meine, ich komme halt immer noch gut weg, aber... Oh, soll ich dich heilen? Ja. Stimmt, ich habe einfach mal für das Volk genutzt. Ich wusste gerade nicht, wie man es nutzt, aber ich habe es jetzt getan. Ich habe ja noch nicht gehangen, also... Sie hat halt hier gemalt. Aber ihr seht unten, ne, bei mir, dieses durchgestrichene Pluszeichen heißt, ich kann nicht geheilt werden aktuell. Oh, das war Glück für mich. Der hätte eigentlich drauf sein müssen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber gut für mich. Ich hänge an der Palette. Nein. Oh, wie ungünstig war das denn? Ich hätte die Palette locker noch ziehen können und bin einfach an der Ecke hängen geblieben. Ich gehe nur von aus, Adam macht jetzt keinen Gen mehr. Ja, mal halt noch mehr und zieh die Zeit in die Länge, wie du hier vor mir bist. Ich glaube, mir wird nicht mehr geholfen. Ich gehe von aus, er sucht die Luke. Und so wie ich ihn kenne, wird er jetzt hier angerannt kommen und die Fallen auslösen. Kriechen, Adam, kriechen! So unglaublich. Oh, Adam.
Mann, Mann, Mann. Adam tankt auch nicht oder so. Adam rennt einfach. Weg. Wär's mal damit, hier was für mich einzustecken. Schließlich bist du schuld an der ganzen Sache. Hier ist die Luke übrigens, Adam. Hahaha. Ha, ha. Ich glaube, Adam... Oh, wollte einfach nur die Luke. Jetzt hat sie mich. Das ist der Dank dafür. Guck mal, Adam rennt einfach nur rum. Es ist gemein. Komme ich jetzt noch in den Keller? Nein. Das ist nicht fair. Warum habe ich ihn mit für das Volk gerettet? Jetzt kommt er wieder gerannt und löst die Fallen aus. Das ist so böse, wenn man am Ende der Runde das alles noch wegwirft. Ich meine, ich war die letzten 3 Minuten nur am Haken. Oh, Menno. Ich hatte zwischendurch wirklich die Hoffnung, dass wir es rausschaffen. Vor allem, wenn Adam weiß, wir sind nur noch zu zweit, dann muss er halt gucken, dass er auf Nummer sicher geht und nicht verletzt wird. Kann er nicht ständig reinrennen in die Fallen. Ah! Das war echt jetzt richtig blöd. Wir hätten das locker gewinnen können. Aber gut. Er hat halt leider auch keinen Gen mehr gemacht. Ist egal. Ich hake die Runde jetzt ab. Geh mich abreagieren. Mach jetzt einen Aufnahmestopp, weil ich jetzt gerade ein bisschen salty bin. Und ich nehme beim nächsten Mal wieder 2 Folgen auf oder so. Mal sehen, wann ich das alles hochlade. Das weiß ich, wie gesagt, nicht. Es kann sein, dass ich es direkt jetzt hochlade oder erst in 1-2 Monaten. Dass ich erstmal ein bisschen sammle. I don't know. Ich verabschiede mich aber aus dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut!